Herzlich willkommen zum 281. Teil zum Bau meiner Lego-Stadt und damit nach 2 Monaten Pause endlich dem ersten Lego-Stadt-Update aus dem neuen Layout. Und ich würde sagen, was jetzt ansteht, ist erstmal die Zugstreckenplanung und damit auch das Beste, was man eigentlich beim Lego-Bauen überhaupt machen kann. Ihr seht schon, was hier passiert, ist eine doppelte Zugstrecke im 45-Grad-Winkel, die in einem angewinkelten Tunnel verschwindet. Ja, das würde noch lustig werden zum Einbauen. Was ich mir da schon wieder eingebrockt habe, bin ich selber schuld, aber sonst wäre es ja auch langweilig. Ihr seht schon, was ich da als allererstes mal mache, ist das gute alte Grundieren der Module. Und das waren meine Finger nicht mehr gewohnt. Ich habe das wirklich gespürt an den Fingerkuppen, ich sag's euch. Womit wir jetzt weitermachen, ist erstmal so ein bisschen recyceln von Sachen, die eigentlich schon existiert haben aus dem alten Layout. Und zwar dieser Mauer hier, die ich verlängere. Die war ja im alten Layout quasi nach vorne hin eingebaut und jetzt habe ich das Ding quasi um 90 Grad nach hinten umgeklappt und damit wird dieser vordere Bereich einfach geöffnet, was jetzt ganz viele Vorteile hat. Nachdem ich jetzt das gerade Stück der Mauer abgeschlossen habe, verwende ich jetzt hier Hinges, weil ich ja einen Winkel reinbekommen möchte. Einen 45-Grad-Winkel, um genau zu sein, um diese Zugstrecke verschwinden zu lassen. Das führt dann jetzt natürlich dazu, dass ich als allererstes mal die Noppen entfernen muss. Dementsprechend baue ich hier überall Flat-Tiles drauf und verwende jetzt diese eine Hinge, die ich eingebaut habe, um damit die Grundlage für diese angewinkelte Mauer zu bauen. Eine einzige Hinge würde natürlich längst nicht reichen, um das Ganze zu stabilisieren. Dementsprechend habe ich hier insgesamt 4 Stück eingebaut, womit man jetzt einmal dieses große, klappbare Wandelement hat, von dem ausgehend ich weiterbauen kann, um ganz genau zu sein, vor allem die beiden Tunnelportale einbaue. Die haben ja auch schon im alten Lego-Stadt-Layout existiert, aber eben nicht in einem eingebauten Winkel und damit war das dann ein bisschen komplizierter. Das habe ich jetzt euch mal erspart und zwar ist das die umgebaute Treppe, die ich angepasst habe an diese kleine Ecke hier drin. Die war ja viel, viel stärker gekrümmt im alten Lego-Stadt-Layout. Hier könnt ihr sehen, wie ich die damals gebaut habe und was halt der Riesenvorteil an dieser Bautechnik war, war, dass ich das eigentlich frei biegen konnte und modellieren und formen, wie ich gerade Lust und Laune hatte. Und damit war dann eben die neue Treppe recht schnell so angepasst, dass man das hier in das Eck reinschieben konnte. Als nächstes muss ich natürlich irgendwie die 45-Grad-Wand gegenfixieren, weil aktuell wackelt die ja noch total. Das heißt, auf der anderen Seite habe ich das auch nochmal mit Hinges fixiert und damit konnte ich dann jetzt zum allerersten Mal seit 2 Monaten auch mal wieder so auf ein bisschen Detailarbeit eingehen. Insbesondere so ein bisschen Bepflanzung wollte ich machen, einfach damit das abgeschlossen ist. Ich wollte mich eigentlich erst um die grobe Struktur kümmern, aber so ganz sein lassen konnte ich das dann auch nicht, zumindest mal so ein kleines Pflanzengebiet durchzubauen. Der Bahnhof, der wird jetzt ein bisschen modifiziert, nachdem ich ja jetzt mehr Fläche gewonnen habe. Als allererstes muss ich da so ein bisschen die Sachen abbauen. Da gibt es übrigens einen wunderbaren Trick, den ich auch schon mal gezeigt hatte in einem Video zuvor. Und zwar könnt ihr den Teiletrenner umdrehen, dann einfach entlang der Flat-Tiles, solange die auf einer Reihe eingebaut sind an Noppen, quasi abrasieren sozusagen. Super zufriedenstellend, wenn man das macht. Das heißt, dieser Bereich war relativ schnell abgebaut. Mein Gedanke mit dieser neu gewonnenen Fläche war jetzt nicht nur den Bahnsteig vom Hauptbahnhof sozusagen ein bisschen zu erweitern, weil der war ja davor deutlich kleiner als der mittlere Bahnsteig, sondern ich würde da ganz gerne auch irgendeine Art von Nebengebäude einbauen. Weiß noch nicht genau, was da hinkommen soll, das könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, aber irgendeine Erweiterung von diesem Bahnhofsgebäude kommt da auf jeden Fall hin. Was mir natürlich auch einen Haufen Arbeit gespart hatte, war, dass ich teilweise schon die ganzen Zugstrecken überbaut hatte mit Flat-Tiles, womit ich jetzt einfach hier die Schienenstücke ausgetauscht habe, wo bereits Tiles draufgebaut waren. Sieht natürlich viel, viel schöner und viel vollständiger aus. Und jetzt ging es dann darum, die Tunnelwände im Winkel einzubauen. Heißt, ich musste erstmal Flat-Tiles aufbauen, damit ich keine Noppen mehr hatte. Und jetzt hatte ich dann die beiden Seitenstücke und dieses Mittelstück der Wand so vorbereitet, dass ich das einfach kombiniert habe mit dem Tunnelportal an sich. Und das habe ich dann jetzt einfach so eingebaut, dass solange die Zugstrecke noch gerade verschwindet, jeweils Seitenwände da sind. Ist natürlich unglaublich wichtig, damit der Tunnel vollständig aussieht. Je nachdem, wie sinnvoll das dann ist und wie meine Motivation ist, das wäre dann schon ein ordentlicher Aufwand, könnte man rein theoretisch die ganzen Seitenwände nochmal um die Kurve verlängern. Hier könnt ihr das gerade sehen, ich habe alle Seitenwände auf der Rückseite nochmal zusätzlich stabilisiert, damit nämlich, falls Züge entgleisen, mir nicht die Mauer durchbricht, sondern das dann auch stabil genug ist. Jetzt also zum weiteren Zugstreckenverlauf. Außen auf der äußeren Strecke, wo ja auch die häufig befahrene Strecke ist, da habe ich einen von diesen großen FX-Radien eingebaut und auf der Innenkurve, und da könnt ihr jetzt sehen, warum diese originalen Lego-Radien so unpraktisch sind, das ist ein Rumgeeiere Sondergleichen, habe ich jetzt gemischt mit geraden Stücken und diesen Lego-Kurvenradien eben gearbeitet. Auf der anderen Seite, wo man dann aus dem Tunnel rauskommt, baue ich jetzt einmal im 45-Grad-Winkel durch die Landschaft durch, habe mich aber absolut verschätzt, wie viel Platz das tatsächlich schluckt. Ich habe ja letzte Folge schon drüber geredet, dass ich ganz gerne diese 45-Grad-Strecke haben möchte, aber
Ich werde voraussichtlich statt einer Baseplate, wie ich es aktuell habe, das Dorf doch nochmal um eine zweite Baseplate weiter wegschieben müssen von dem restlichen Lego-Stadt-Layout. Und damit wäre dann gerade so genug Platz da, dass ich die Zugstrecke rumführen kann, ohne dass ich sage, das wirkt jetzt irgendwie sonderlich eng oder gequetscht. Das kommt jetzt gerade genau vor dem Bahnsteig an, so dass es auch wirklich passt. Bei der zweiten Zugstrecke, die müsste ich natürlich noch ein bisschen weiter nach innen führen, aber im Grunde genommen wird die einfach gerade verlängert, sodass sie dann parallel zur anderen Zugstrecke fährt. Und ich würde sagen, alles Weitere müssen wir jetzt mal wirklich vor Ort besprechen, anders ist das einfach nicht machbar. Hier in der Mitte bei dem ehemaligen Gleisdreieck habe ich mir jetzt ja doch, glaube ich, was ziemlich Gutes überlegt. Und zwar habe ich jetzt ein Abstellgleis dazu gewonnen. Das kann ich deshalb nicht zurückführen, wie das früher war. Das ist ja der alte Weg und der ging dann da hinten rein. Das geht jetzt deshalb nicht mehr, weil da kommt ein Bahnübergang hin. Das heißt, ich habe ein Abstellgleis und das werde ich jetzt wahrscheinlich in einem Lokschuppen enden lassen. Direkt hier neben dem Stellwerk. Könnte ich mir vorstellen, dass sich das alles ganz gut macht. Dann hier vorne dieses Gleis, also das hier ist übrigens die endgültige Position von dem Gleis, voraussichtlich aktuell zumindest. Dann werde ich das Gleis wahrscheinlich über noch eine schräg eingebaute gerade ein Stück weiter nach innen verlegen, sodass das einfach näher bei dem anderen ist. Mehr Abstand will ich drin haben als davor, aber naja, das ist dann doch zu viel Abstand. Wenn man jetzt das vordere Gleis verfolgt, dann kommt man irgendwann zu der Stelle, an der ich heute weitergebaut habe. Und die entwickelt sich jetzt langsam, obwohl ich es gerade erst gebaut habe, wahrscheinlich zu meiner Lieblingsstelle, weil es einfach perspektivisch so die Stadt öffnet. Das ist ja das, wovon ich die letzte Folge geredet habe. Da war da noch diese Wand eingebaut, die komplett die Sicht versperrt hat. Und die ist jetzt weg. Nicht nur, dass das die Stadt geöffnet hat, es hat vor allem auch noch einfach das so viel interessanter gemacht durch die ganzen Winkel. Einmal der 45-Grad-Winkel, das wird noch lustig zum Zubauen werden. Und dann noch der andere Winkel, ich weiß gar nicht, wie viel Grad das sind, irgendein sinnloser, zufälliger Winkel, in dem die Treppe da hinten runter geht. Geländer kommt da natürlich noch hin und dann habe ich schräg eingebaut da hinten die beiden Tunnelwände. Vielleicht werde ich die noch ein Stück weiter rummodellieren, weil man jetzt ja doch recht zügig reinschauen kann und das Ende hier erkennt. Das wird sich dann ergeben. Und optional können wir natürlich hier einfach eine Weiche einbauen und irgendwo rüberfahren in das aktuelle Chaos, wo dann der Stadtteil irgendwann hinkommt, wenn die Westernwelt unten ist, die jetzt aber auch noch nicht da ist. Mir geht es natürlich auch immer so ein bisschen darum, wie ist dieser erste Eindruck, wenn man den Stadtraum betritt. Natürlich, ich weiß, diese Säule in der Mitte, da kann ich jetzt nicht viel machen. Die ist, glaube ich, statisch dann doch recht wichtig, auch wenn sie hier optisch stört. Aber um jetzt nochmal hier hinzukommen, zu dieser Wand, die ich entfernt habe, das ist ja direkt der Blick, der auffällt, wenn man raufkommt. Und dazu war das wichtig, dass das Ding wegkommt. So, ich würde sagen, ich habe euch eine andere Sache noch nicht gezeigt, die, denke ich, den einen oder anderen auch interessieren wird. Schaut euch mal den leergeräumten alten Stadtraum an. Ist das nicht ein ungewohnter Anblick? Vor allem auch hier hinten mit diesem Rollo, was offen ist, so kennt man den Raum gar nicht. Und das Beste ist natürlich einfach der Wanddurchbruch, den werden wir jetzt demnächst dann auch mal dicht machen müssen. Ihr lasst mich jetzt bitte selbstverständlich eure ganzen Ideen und Vorschläge zu dem Zugstreckenverlauf in den Kommentaren wissen. Und dann sage ich jetzt vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!